Und keiner dachte, es könnte noch schlimmer werden. Doch dann lange schlaflose Nächte. Sina, hey Sina, wach auf. Was ist passiert? Ey, nee, warte mal, setz mal erstmal die Mütze auf. Okay. Das hier ist eine Weihnachtsfabrik. Ich war eben in den Weihnachtslaboren schon drin. Du musst es dir unbedingt angucken. Das ist übertrieben krass. Da sind überall kleine Wichtel, die machen richtig viele seltsame Experimente. Ich muss dir das unbedingt zeigen. Komm mit. Okay. Komm schon. Hier, hinter der Tür da. Es ist unglaublich, was da los ist. Wirklich. Ich muss dir das zeigen. Warte mal eben. Komm rein. Hier, guck dir das mal an, wie krass das hier alles ist. Bevor ihr in die Weihnachtsfabrik eintretet, müsst ihr natürlich eure Hände desinfizieren. Macht dazu eure Hände mal nass und nehmt am besten eure Masken ab. Wieso müssen wir die Masken abnehmen? Das werdet ihr noch sehen. Okay. So, was hat die? Ist das Spezialseife oder wie? Werdet ihr noch sehen. Nehmt am besten mal eine große Portion Seife auf eurer Hand. Ein bisschen mehr. Ich glaube, das geht schon, oder? Wenn das deine Spezialseife ist. Okay. Alt. Hä, was zum Teufel? Was hast du mit der Seife gemacht? Ich bin da drin. Mach sowas. Ja, das kann ja spaßig werden. Hier, Sina, das Erste, was ich dir zeigen muss. Heutzutage verschicken wir Geschenke nicht mehr mit dem Weihnachtsmannschlitten, sondern mit Schiffen. Weil Rentiere sind einfach viel zu teuer geworden. Aber Eisen ist auch schweineteuer, du kannst es dir nicht vorstellen. Deshalb sind unsere Schiffe aus Papier. Wir testen jetzt mal, ob die auch wirklich schwimmen und dann auch die Geschenke in alle Welt ausfahren können. Ob das funktioniert? Mann! Sag mal, was zum Teufel habt ihr da gemacht? Ja, wir spielen Schiffe versenken, statt Geschenke zu verschenken. Was auch viele nicht wissen, die ganzen Geschenke kosten ja einen Haufen Geld. Und weißt du, wie wir dieses Geld kriegen? Wir machen aus Kupfer erst Silber und dann kommt der Trick, wir machen aus Silber Gold. Und wie wir das machen, das zeigen wir jetzt aber. Aber das darfst du niemandem sagen. Hier erzeugen wir das Glitzer von den Kufen vom Weihnachtsmann. Guck dir das mal an. Aber es ist nicht schon wieder was Illegales, oder? Nein, das ist voll legal. Ben, mach das Licht aus. Ist ja gut. Schneller. Hast du dich schon mal gefragt, wie die Lichter am Christbaum entstehen? Nee, eigentlich nicht. Ja, hier, guck dir das mal an. Hier entflammen die Lichter der Weihnacht. Ben, mach mal das Licht aus! Ja, ich mach ja schon! Wir zeigen euch, wie der Weihnachtsmann sie in der Luft navigiert. Denn der Weihnachtsmann hat solche Luftpylonen, nennen wir die mal. Die funktionieren eigentlich wie Leuchttürme, nur dass man da Feuer dran halten muss, damit die auch schön leuchten, auch in verschiedenen Farben.
Zum Abschluss haben wir das Duell der Giganten. Unser Weihnachtsdrache Schlemmergon bekommt ein Kind und weil Kinder kriegen und Feuerspucken für Drachen super, super ungesund ist und vor allem für Drachenbabys, haben wir jetzt zwei neue. Wir haben einmal den Praktikanten und einmal die Ruhige. Und die werden jetzt gegeneinander Feuer spucken und wir gucken, wer der Gewinner ist. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Ich bin besser, ich habe viel mehr Erfahrung. Ich bin besser. Ich hab Kraft. Ich bin besser. Ich spuck jetzt. Ich geh mal weg, das wird auch toll. Das krieg ich auch hin. Du hast gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Du bist jetzt der neue Drache. Das ist auch anstrengend, oder? Ja, du musst halt viel rumfliegen. Ben, kannst du nicht kurz einfach zeigen, dass du es auch kannst? Natürlich kann ich das. Da. Ich übernehme das. Perfekt. Ey Sina, was pennst du hier drin? Du hast ja alles verpasst. Mann, ich hab zwar alles auf Video, aber du hast alles verpasst. Die ganze Zeit nicht drauf oder was? Ja komm, Mann ey. Na komm, ein Experiment zeige ich dir noch. Wir haben hier noch einen Weihnachtsbaum vorbereitet. Komm mal mit. Wir haben hier unsere zwei Weihnachtsbücher und wir haben unsere Chemistry vorbereitet. Das ist unser Chemistry und wir brennen für den. Ja, wir brennen dafür. Brenn mal das Licht aus. Okay. Endlich wieder an! Ja, war vielleicht ganz gut, aber ich will das nicht mehr. Ist nicht dein Ernst jetzt? Oh, Sina, komm, ey, ist das jetzt dein Ernst? Wirklich? Oh, Sina, ey, ich wünsche mal, dass ich wirklich nicht. Ey, lass mich mal, ich muss schon. Oh, ey, Sina. Ich sehe. Mach jetzt zu, ne?